heizt den Ofen vor, denn heute wird was Leckeres gebacken, nämlich eine fantastische Apfeltart. Und bei dem Apfel könnt ihr verschiedene Äpfel nehmen. Ich empfehle euch allerdings süße Äpfel, wie zum Beispiel den Gala-Apfel, Golden Delicious oder den Red Delicious, gibt es glaube ich auch noch. Wobei der Golden Delicious, glaube ich, der meist angebaute Apfel der Welt ist. Bevor ich loslege, heize ich den Backofen vor, denn die Zubereitung dauert nicht lange. Hier ist jetzt einmal die Tartform bereits mit dem Blätterteig ausgelegt. Und jetzt nehme ich hier einfach eine Gabel und steche rundherum einfach ein paar Löcher rein. Und jetzt nehme ich einfach ein Schälmesser und schäle erstmal die ganzen vier Äpfel. Je nach Größe kommt ihr vielleicht auch mit drei Äpfeln aus. Und jetzt schneide ich die Äpfel einfach in dünne Streifen, halbiere die Streifen dann gleich noch einmal drumherum und dann wird gleich die Tartform schön belegt. Und nachdem wir das alles hier geschafft haben, nehmen wir einfach ein paar Eier, genau drei Stück, dann die Sahne. Und bevor ich das Ganze verquirle, jetzt noch der Zucker und der Vanillezucker. Und jetzt wird die Ei-Sahne-Masse einfach über der Tart schön gleichmäßig verteilt und dann geht das Ganze ab in den Backofen. Ich habe die Tarte jetzt noch mal ein bisschen auskühlen lassen, sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Ihr könnt das Ganze noch mit ein bisschen Zucker bestreuen, Zimtzucker zum Beispiel, davon bin ich ein Riesenfan. Oder natürlich Vanillezucker. Wenn ihr möchtet, könnt ihr zum Sahneguss, der oben dann auf die Äpfel kommt, dann noch ein bisschen Cognac reintun. Das schmeckt auch wunderbar. Ich würde sagen, bei dem Rezept sind es so 1 bis 2 Teelöffel. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Video. Tschüss.